Oh, oh, da kommt wieder der eine. Haha, kriegst du mich, kriegst mich nicht. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Hey VR-Gamer, ich bin DeLorean787 und heute bin ich in Spectro. Ja Leute, Spectro kommt am 15. Oktober raus. Habe ich schon etwas länger auf dem Schirm, weil es mir einfach vom Stil her gefallen hat. Erinnert ein bisschen an Luigi's Mansions. Ist ein Roguelike-Game und wir müssen hier Geister jagen, Geheimnisse finden und an die Spitze eines Turms gelangen, wo wir dann ein bestimmtes Objekt finden müssen und dies zurückbringen müssen. Dazu sehen wir aber gleich mehr. Ich tauche mal ab. So Leute, ich bin hier im Hauptmenü. Wir gehen mal ganz kurz in die Optionen. Wir können hier uns smooth fortbewegen. Wir können uns auch smooth drehen. Wer das nicht möchte, hat auch Snapturn und Teleport zur Verfügung. Wir können hier auch nochmal die Blickrichtung zurücksetzen. Wir haben Grafikoptionen, wir haben Audio-Settings und wir können eventuell noch auf andere Lokalisierungen hoffen. Ja Leute, ich hätte gesagt, wir starten mal und starten ein neues Profil. So Leute, schaut das nicht geil aus? Hey! Du bist wohl ein freundlicher Geist. Hallo! Hey there! Ist eine Weile her, als er mich das letzte Mal gesehen hat, oder als ich das letzte Mal hier war. Er freut sich, dass ich zurück bin. Ja, ich freue mich natürlich auch. Er wettet, ich brauche eine... er muss mich daran erinnern, warum ich überhaupt hier bin. Hat er sich auch schon gedacht, ja. Okay, er vergisst auch ab und zu mal Dinge. Jetzt verarscht der liebe Kollege uns nur ein bisschen. Geister haben alle hier von dir vertrieben. Ja Leute, und das ist dieses Objekt, die Maske von Oaken. Und die müssen wir wieder finden und zurückbringen. Ja, dann helfen wir mal, die Stadt zu retten. Und er sagt uns jetzt hier, dass er nicht so viel labern möchte hier. Er möchte uns nicht aufhalten, der freundliche kleine Geist. Ja, und hier kommen wir dann ins Spiel. Wir haben ein Tutorial und wir haben da hinten einen Store. Und er schlägt uns natürlich vor, dass wir zuerst das Tutorial machen sollen. Bis später. Ciao. Oder bleibt da, ist mir wurscht. So Leute, wir schauen mal in das Tutorial. Wir sind ausgestattet mit einer Taschenlampe und einen schicken Blaster. Press A to continue. Okay, wir lernen jetzt, wie wir uns hier fortbewegen können. Okay, wir probieren das mal aus. Wir haben wunderbar Smooth Turn. Läuft auch richtig geschmeidig. Und Free Locomotion. Nice job, yeah. Wir können natürlich in den Einstellungen alles wieder so umstellen, wie wir das haben wollen. Ja, jetzt lernen wir das Wichtigste in dem Game, wie wir mit dem Blaster umgehen. Wir sollen nach einer Kerze suchen und da steht auch schon eine.
wir sollen zielen. Und wie ihr seht, wir können unseren Blaster aufladen. Mittels Kerzen. Oh yeah. Jetzt feuern wir den Blaster ab. Und wir sollen den Energy Meter beobachten. Oh, der schaut so cool aus, Leute. Ich fühle mich hier echt wie so ein Ghostbusters. Und die Energie wird weniger. Du, jetzt können wir die Taschenlampe benutzen. Licht an. Be on the lookout for totems. Totems look like this. Okay, das sind Totems, die wir finden müssen. Jeder Level hat ein Totem. Okay, und um in den nächsten Level zu kommen, müssen wir dieses Totem finden. Und sie können überall in den Level versteckt sein. Okay. Open the door by aiming and pressing A button. Dann machen wir das doch glatt mal, aber davor laden wir natürlich hier unseren Blaster wieder auf. Und dann eimen wir mal das Tor. Und da kommt auch schon ein Geist. Looks like there is a ghost nearby. Ja, ich sehe ihn. Hallo Geist. Okay, wir werden ihn jetzt fangen mit unserem Blaster. Einfach drauf zielen. Wir sehen schon seine Energieleiste. Er schießt auch auf uns. Und wenn wir ihn dann betäubt haben, beziehungsweise gefangen haben, können wir ihn einsaugen mit dem Grip-Button. Go for it. Yeah. Schlapp weg. You really napped that one. Yeah. Ich habe ihn. Wir schauen jetzt natürlich auch mal in diesen Raum rein. Da funkeln lauter solche Objekte. Eine Münze. Yeah. Looten ist immer gut. Look for the totem. Make sure. Bla bla bla. Habe ich jetzt nicht gesehen. Bin zu schnell. Wir laden unseren Blaster wieder auf. Ja, ich mache ja schon. Ich will mich hier in Ruhe umgucken. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Eine Münze nur drinnen. Yeah, da ist das Totem. Ja, ich sehe es. Okay, wir sollen drauf zeigen und A drücken. Dann machen wir das auch nochmal. So, jetzt läuft hier ein Timer mit 3 Sternen aktuell. Und wir müssen jetzt alle versteckte Objekte in diesen Raum finden. Und wir sehen das an den Screen von unserem Blaster. Ja, habe ich verstanden. Okay, wir müssen die Kuckucksuhr finden. Da ist eine. Halt wieder hier. Die hatte die falsche Farbe, die andere. Obstkorb ist da. Irgendwelche Besen. Besen. Hä? Was ist das? Die Bleistifte. Hier. Tasse. Diese blöden Vögel. Ja. Wir haben alle gefunden. Und 2 Sterne. Und jetzt können wir das versteckte Tor betreten. To find it, you will need to inspect the totem. Okay. You can open the inventory by pressing B button. Okay, dann öffnen wir mal das Inventar. Da ist das Totem. To access items in your inventory, use your hands. Okay. Machen wir. You can also spin the inventory around using the grab button. Gut, dann untersuchen wir mal das Totem.
Ja, wir können jetzt halt hier unser Inventar drehen und halten hier mal hin. There it is. Okay, da hinten in der Ecke, neben dem Schrank am Waschbecken. Okay. Ja, habe ich schon verstanden. Okay, wir schließen unser Inventar und gucken, aber vorher schauen wir noch, ob wir hier irgendwelche Münzen finden. Weiß nicht, ob wir die behalten dürfen vom Tutorial, aber sicher ist sicher. Moment, das war hier in diesem Raum. Genau, da ist das Waschbecken, da müsste die Tür sein. Deshalb müssen wir das Totem aktivieren. Okay. Ich gehe ins Inventar und drücke hier A. Und die versteckte Tür geht auf. You did it! The hidden door has been opened. Yeah! Wir haben das Tutorial beendet. Now let's see how many levels you can reach. Ja, das will ich ja mal auch gucken hier. Bin schon gespannt. Ja, Leute. Das Spiel schaut definitiv echt nice aus. Und ich hätte gesagt, wir starten einfach mal ein Spiel. Yeah, rein ins Haus. Juhu. Floor 1. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, wie viel Levels dann hier insgesamt gemacht werden müssen, bis wir dieses Item finden, das wir benötigen. Ein Heiltrank gefunden. Wunderbar. Da oben, das sind unsere Leben. Sehr nice. Huckuck. Oh nein, ein Geist! Ah, hab ich. Kuckuck, kuckuck. Okay, blinkt hier noch irgendwas? Nein, schaut nicht so aus. Wir gehen weiter. Da blinkt was. Eine Münze, wie großzügig. Noch ein Heiltrank. Sehr schön. Um den dann einzupacken, müssen wir einfach nochmal A drücken. Boah, gleich zwei Geister. Oh, oh. Oh nein. Aufladen. Ja, Leute, wir können an jeder x-beliebigen Kerze unseren Blaster aufladen. Boah, jetzt hat er mich voll getroffen, der Arsch. So, das hast du davon. Ich müsste mein Totem wieder laden, mein Blaster wieder laden. Oh nein. Oh nein. Schnell weg. Lade. Weg, 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 ich muss hier rein. Oh, Volltreffer. Jetzt muss ich mich gleich heilen hier. Wir gucken mal ins Inventar. 1,5 Leben verloren. Was bist denn du für einer? Der kommt ja einfach rein. Bist du hässlich, Mann, du Grüner. Wir haben ihn. Schaut das cool aus. Schön viele Münzen. Sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr. Da ist ein Totem. Oh. Okay, wir brauchen Kuckucksuhr. Kuckucksuhr war doch hier. Zahnpasta. Irgend so eine Zahnpasta. Hier. Zahnputzbecher? Da? Nein, da. Ein roter Becher? Wo ist der rote Becher? Wo ist der rote Becher? Ist das der? Nee, da unten steht er. Jetzt brauchen wir den Becher. Oh, nur ein Stern. Okay. Besser als gar nichts. So, das heißt, wir müssen jetzt halt wieder da reinschauen. Und die versteckte Tür ist direkt neben der Eingangstüre. Sehr schön. Aber davor schauen wir natürlich noch in diesen Raum, wo der Grüne herkam. Weil wir wollen ja hier alles looten.
Schaut nicht so aus, als ob... Oh, da ist noch eine Tür. Kein Blaster mehr. Moment mal, ich brauche eine Kerze. Nicht, dass da doch noch ein Geist kommt. Schaut nicht so aus. Die Kuckucksuhr looten. Okay. Schaut sauber aus. Dann aktivieren wir hier unser Totem. Und sind hier raus, Leute. Den ersten Flur geschafft. Es geht weiter nach oben. Wir kommen dem Ziel schon ein Stückchen näher. Upsa. Flur 2. Nice. Heiltrank. Sehr wichtig. Was ist das? Ein Schlüssel? Alles looten. Hier wird nichts liegen gelassen, Leute. Ah, für die Tür brauchen wir den Schlüssel. Aber da sind auch noch zwei Türen. Das sind die Geister. Okay. Oh oh, da kommt wieder der eine. Haha, kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Wie viel hat das mir abgezogen? Noch gar nichts. Na, hat er mich nicht richtig getroffen. Wir laden gleich wieder den Blaster auf. Sehr nice. Eine Kiste. Wir brauchen einen Schlüssel. Schlüssel. Eine Münze nur drin. Schlüssel. Ah, Schlüssel. Hallo? Geht auf. Was? Streichhölzer. Cool. Das heißt, im Klartext, dann könnten wir hier, wenn wir keine Kerze haben, einmal unseren Blaster laden wahrscheinlich. Gehe ich mal stark davon aus. Okay, dann geht's hier weiter. Energie. Münzen. Echt mega nice, das Game. Wow! Shit, der Volltreffer war das. Okay, das war nicht so schlimm. Was war das? Oh no! Kommt schon wieder der Grüne. Der ist ganz schön aggro. Geh weg! Oh oh, oh oh, oh oh. Wir brauchen eine Kerze. Da. Er bringt seinen kleinen Bruder hier gleich mit. Oh oh. Geh weg, du kleiner Scheißer. Nein. Okay, Kerze, Kerze, Kerze. Schnell weg, schnell weg. Kerze. Heilen. Heilen, heilen, heilen. Wow. Ja, Leute, wir können hier ganz schön schnell sterben, wie man merkt. Wenn man nicht aufpasst. Puh, das war knapp. Okay. Das passt erstmal. Wir laden gleich wieder den Blaster auf. Nice. Alles wird gelootet hier. Oh, da ist das Totem. Okay, jetzt versuchen wir mal 3 Sterne. Ist allerdings bestimmt echt schwer. Kuckucksuhr. Tasse, blaue mit blau hier. Rot. Dampfputzbecher. Buch, Buch. Großes Buch da. Oh, 3 Sterne, yeah. Sehr nice. Was ist das? Eine. Oh. Wir brauchen einen Schlüssel. Den hat bestimmt so ein Geist gedroppt. Ja, Leute, ihr seht,
Was ich meine mit, es erinnert sehr, sehr stark an Luigi's Mansions. Ein kleiner Gelber. Oh Gott, der wird immer größer. Platsch. Boah. Ein Goldesel, hä? Okay, wo ist der Key? Key? Ich brauch den Key. Ich sehe ihn nicht. Wo haben die den Key versteckt? Ich will ihn. Also hier liegt er definitiv nicht. Gleich mal wieder Blaster aufladen. Wer weiß, was da noch kommt. No. Kein Key. Ich will diese Kiste. Erste, haben wir kein Key mehr. Nö, schaut nicht so aus. Blaster ist aufgeladen. Key. Hier liegt kein Key mehr. Okay, egal. Dann haben wir eben die Kiste nicht. Wo ist die versteckte Tür? In dem Gang. Okay, da war hier. So, dann aktivieren wir das Totem. Und die Tür geht auf. Aber ich finde definitiv keinen Schlüssel. Echt schade, ich hätte echt gern diese Megakiste. Kein Key. Ist no key. Echt schade. Ja, Leute. Weiter werde ich euch jetzt nicht spoilern. Im Endeffekt geht es jetzt dazu weiter. Bis in die oberste Etage. Jo. Geiles Game. Sehr zum Empfehlen. Mal schauen, wie viel es kosten wird, wenn es rauskommt am 15. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen hoch da. Ein Abo wäre auch nicht verkehrt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bye!